So, So, hi hi Michael Michael hier, hier, der der Rucksackunternehmer. Rucksackunternehmer, und Und heute heute verdienen verdienen wir wir mal mal Geld Geld im im Schlaf. Schlaf. Ich Ich habe habe Geldverdienen Geldverdienen eingegeben eingegeben bei bei YouTube YouTube und und wir wir haben haben Geldverdienen Geldverdienen im im Schlaf Schlaf mit mit diesen diesen drei drei Apps. Apps. Und Und das das ist ist jetzt jetzt mal mal sehr, sehr, sehr sehr geil, geil, weil weil normalerweise normalerweise seit seit 400 400 Jahren Jahren verdiene verdiene ich ich mein mein Geld Geld aktiv. aktiv. Ich Ich muss muss immer immer relativ relativ hart hart dafür dafür arbeiten, arbeiten, weil weil das das ist ist ja ja auch auch eine eine hohe hohe Summe. Summe. Und Und jetzt jetzt verdienen verdienen wir wir einfach einfach mal mal Geld Geld im im Schlaf. Schlaf. Wie Wie geil geil ist ist das das denn? denn? Ein Ein Traumeinfach, Traumeinfach, ne? ne? Die Die Eierlegende Eierlegende Wollmilchsau Wollmilchsau und und du du bleibst bleibst jetzt jetzt dran dran und und schaust schaust dir dir mit mit mir mir zusammen zusammen an, an, welche welche Apps Apps das das sind. sind. Und Und wir wir starten starten einfach einfach mal. mal. Ja, Ja, hallo hallo und und herzlich herzlich willkommen willkommen zu zu diesem diesem Video. Video. Mein Mein Name Name ist ist Flo Flo Farrell Farrell und und in in diesem diesem Video Video möchte möchte ich ich dir dir drei drei Apps Apps vorstellen, vorstellen, mit mit denen denen du du Geld Geld im im Schlaf Schlaf verdienen verdienen kannst. kannst. Hört Hört sich sich ein ein bisschen bisschen zu zu oder oder um um wahr wahr zu zu sein, sein, glaub glaub mir, mir, es es funktioniert. funktioniert. Und Und das das möchte möchte ich ich auch auch detailliert detailliert im im Video Video zeigen. zeigen. Meine Meine anderen anderen Videos, Videos, die die ich ich bis bis jetzt jetzt immer immer hochgeladen hochgeladen habe, habe, sind sind eigentlich eigentlich immer immer damit damit verbunden, verbunden, dass dass du du etwas etwas dafür dafür tun tun musst, musst, dass dass du du Geld Geld verdienen verdienen kannst kannst im im Internet. Internet. Die Die drei drei Apps, Apps, die die ich ich dir dir jetzt jetzt aber aber vorstellen vorstellen möchte, möchte, du du musst musst meistens meistens etwas etwas tun, tun, um um Geld Geld zu zu bekommen. bekommen. Oft Oft ist ist es es Verkaufen, Verkaufen, Tipps Tipps geben geben oder oder irgendwelche irgendwelche Dienstleistungen Dienstleistungen oder oder so. so. Ja, Ja, das das hat hat mich mich sehr, sehr, sehr sehr gespannt, gespannt, ob ob ich ich da da noch noch was was lernen lernen kann. kann. Oder Oder ob ob es es einfach einfach Bullshit Bullshit ist. ist. Wirklich Wirklich passives passives Einkommen Einkommen deinstallierst deinstallierst du du ein ein einziges einziges Mal, Mal, hast hast keine keine Kosten Kosten und und kriegst kriegst dafür dafür dann dann aber aber auch auch schon schon Geld, Geld, dass dass diese diese Apps Apps installiert installiert sind. sind. Der Der erste erste Anbieter, Anbieter, den den ich ich dir dir vorstellen vorstellen möchte, möchte, ist ist Honeygain. Honeygain. Das Das ist ist ein ein englischsprachiger englischsprachiger Anbieter, Anbieter, den den du du dir dir hier hier downloaden downloaden kannst kannst als als App App und und einmal einmal anstellen anstellen musst musst und und dann dann verdienst verdienst du du damit damit Geld, Geld, echtes echtes Geld, Geld, dass dass du du dir dir auch auch auszahlen auszahlen lassen lassen kannst, kannst, nicht nicht irgendwelche irgendwelche Punkte Punkte oder oder sowas, sowas, sondern sondern echtes echtes Geld. Geld. Das Das kann kann echtes echtes Geld, Geld, Mann. Mann. Echtes. Echtes. Kein Kein Fake-Geld. Fake-Geld. Kein Kein Monopoly Monopoly geht geht echtes echtes Geld. Geld. Betonter Betonter Exa. Exa. Oh, Oh, ich ich bin bin mal mal gespannt. gespannt. Ganze Ganze funktioniert funktioniert mit mit Windows, Windows, mit mit Mac, Mac, also also mit mit dem dem Apple-Produkt, Apple-Produkt, der der Apple-Software Apple-Software und und auch auch für für Android. Android. Was Was steckt steckt dahinter? dahinter? Also Also Honeygain Honeygain ist ist so, so, dass dass du du dir dir diese diese App App installieren installieren musst. musst. Das Das ist ist komplett komplett kostenlos. kostenlos. Dann Dann einfach einfach mit mit dem dem Internet Internet verbinden verbinden und und dann dann wirst wirst du du bezahlt bezahlt dafür. dafür. Für Für was was wirst wirst du du denn denn genau genau dafür dafür bezahlt? bezahlt? Es Es ist ist so, so, Honeygain Honeygain nutzt nutzt dein dein Datenvolumen. Datenvolumen. Das Das heißt, heißt, deine deine Internetverbindungen Internetverbindungen nutzen nutzen die, die, um um damit damit quasi quasi Daten Daten zu. zu. Ich Ich habe habe ja ja so so schon schon nicht nicht genug genug Datenvolumen, Datenvolumen, egal egal wo wo ich ich bin bin oder oder so so auf auf der der Welt. Welt. Und Und dann dann soll soll ich ich meinen meinen Datenvolumen Datenvolumen noch noch abgeben? abgeben? Ich Ich muss muss meistens meistens sogar sogar noch noch was was dazu dazu buchen. buchen. Ah Ah ja, ja, mal mal gucken. gucken. Sammeln Sammeln und und das das Ganze Ganze auch auch für für Unternehmen Unternehmen zur zur Verfügung Verfügung zu zu stellen. stellen. Das Das heißt, heißt, wenn wenn du du jetzt jetzt zum zum Beispiel Beispiel einen einen Datenvertrag Datenvertrag hast, hast, wo wo du, du, ich ich sag sag mal, mal, 20 20 Gigabyte Gigabyte im im Monat Monat frei frei hast, hast, also also Highspeed-Internet, Highspeed-Internet, dann dann aber aber nur nur in in diesem diesem Monat, Monat, ich ich sag sag mal, mal, 10 10 Gigabyte Gigabyte nutzt, nutzt, das das heißt heißt nur nur die die Hälfte, Hälfte, dann dann nimmt nimmt sich sich Honeygain Honeygain die die andere andere Hälfte, Hälfte, also also die die anderen anderen 10 10 Gigabyte, Gigabyte, die die du du nicht nicht genutzt genutzt hast, hast, und und stellt stellt sie sie eben eben Unternehmen Unternehmen zur zur Verfügung, Verfügung, die die diesen, diesen, diese diese Daten, Daten, beziehungsweise beziehungsweise diese diese Datenmenge Datenmenge dann dann benutzen benutzen können, können, um um da da selber. selber. Ich Ich will will doch doch nicht, nicht, dass dass andere andere Leute Leute meine meine Datenmengen Datenmengen benutzen benutzen und und so. so. Also, Also, das das ist ist doch doch kein kein Geldverdienen. Geldverdienen. Am Am besten besten noch noch Bitcoin-Mining Bitcoin-Mining oder oder so so ein ein Scheiß. Scheiß. Quasi Quasi diese diese Datenmenge Datenmenge zu zu benutzen benutzen für für ihre ihre eigenen eigenen Dienste. Dienste. Und Und hier hier ist ist auch auch so so ein ein kleiner kleiner Kalkulator, Kalkulator, wie wie viel viel Geld Geld du du damit damit verdienen verdienen kannst. kannst. Du Du siehst siehst hier hier zum zum Beispiel Beispiel 100 100 Gigabyte Gigabyte am am Tag, Tag, die die du du zur zur Verfügung Verfügung stellst, stellst, würdest würdest du du 300 300 Euro Euro im im Monat. Monat. Natürlich, Natürlich, ich ich habe habe auch auch 100 100 Gigabyte Gigabyte am am Tag Tag frei frei bei bei meinem meinem Handyanbieter. Handyanbieter. Bekommen. Das Das heißt, heißt, die die Vergütung Vergütung ist ist jetzt jetzt nicht nicht unbedingt unbedingt besonders besonders hoch, hoch, aber aber grundsätzlich, grundsätzlich, wenn wenn du du natürlich natürlich ein ein hohes hohes Datenvolumen Datenvolumen zur zur Verfügung Verfügung hast, hast, kannst kannst du du ja ja auch auch schon schon sehr, sehr, sehr sehr viel viel Geld Geld verdienen. verdienen. Und Und ich ich sag sag mal, mal, auch auch mit mit einem 1 Gigabyte Gigabyte schon, schon, den den du du am am Tag Tag zur zur Verfügung Verfügung stellst, stellst, kriegst kriegst du du auch auch schon schon 3 3 Dollar, Dollar, was was ja ja auch. auch. Also, Also, wer wer von von euch euch hat hat 1 1 Gigabyte Gigabyte am am Tag, Tag, das das heißt heißt 30 30 Gigabyte Gigabyte im im Monat Monat einfach einfach mal mal frei frei zur zur Verfügung Verfügung zu zu stellen? stellen? Schon Schon recht recht fair fair ist ist dafür, dafür, dass dass du du wirklich wirklich eigentlich eigentlich nichts nichts machen machen musst musst und und nur nur dein dein Datenvolumen Datenvolumen zur zur Verfügung Verfügung stellst. stellst.
und letztendlich noch mehr damit verdienen. Das, wie gesagt, jetzt mal der erste Anbieter. Es gibt auch noch zwei weitere, die ich dir jetzt noch vorstellen möchte. Zum einen Money SMS und eine andere, die ebenfalls dann noch im Video genannt wird. Money SMS bezahlt dich dafür, dass du SMS erhältst. Das heißt, du bekommst kostenlose, also du installierst dir die App von Money SMS, registrierst dich dort. Ja, dann bekommst du irgendwelche Werbe-SMS wahrscheinlich wieder und dann bekommst du 3 Cent pro Werbe-SMS, damit du die aufmachst, da anklickst und ja, toll. Du bist Millionär umzugehen. Du musst einfach nur 2 Handys am Laufen haben. Kostenlos und erhältst dann SMS. Diese SMS, warum du dafür bezahlt wirst, das zeige ich dir auch noch. Du hast keinerlei Kosten, das heißt, du kriegst diese SMS nur, brauchst du noch nicht mal lesen. Es geht wirklich nur darum, dass du diese SMS empfängst. Und okay, wenn du die SMS nicht lesen musst oder so, kauf dir einfach bei eBay 30 Handys für 20 Euro, installier jedes Mal die App drauf und lass die da liegen und verdiene damit 30 Handys Geld. Ach ja, so einfach geht das. Was dahinter steckt, zeige ich dir jetzt auch gleich nochmal. Also grundsätzlich, das ist sicher, die lesen auch nicht deine Daten oder sowas oder deine Nachrichten mit, sondern es geht dir wirklich nur darum, dass du diese SMS empfängst. Und dadurch Money SMS, die kooperieren mit Mobilfunkanbietern, die dann letztendlich diese SMS dann quasi nutzen, um gewisse Dienstleistungen zu testen, also zum Beispiel Verbindungen. Das heißt, ob zum Beispiel ihre SMS auch, wenn die eine SMS von ihrem Server verschicken, ob die dann auch tatsächlich ankommt. Und du bekommst jetzt 2 Cent pro SMS, die du empfängst, das heißt wirklich keine schlechte Vergütung dafür, dass es komplett kostenlos ist. Und 2 Cent pro SMS, da kann natürlich einiges. 2 Cent, wow. Also ganz ehrlich, ich habe ja vor 4,5 Jahren Flaschen gesammelt in Berlin. Wenn du dann halt über die Straße gehst, hast du 25 Cent für eine Dose, die du aufhebst. Zusammenkommen, wenn du jetzt am Tag mehrere SMS bekommst. In der Regel ist es so, dass du am Tag hier so zwischen, ja, ich sag mal, 2 und 10 SMS bekommst. Das heißt, Also nochmal, du bekommst 2 Cent und bekommst zwischen 2 und 10 SMS. Bei 2 SMS sind es 4 Cent am Tag. Bis du da die 2 Euro zusammen hast. Und was sind 2 Euro? Bitteschön. Gehst du irgendwo hin, kaufst du eine Dose Red Bull, sind die 2 Euro weg und dafür so viel Aufwand? Verdienste zwischen 4 und 20 Cent liegt ungefähr. Auszahlen lassen kannst du hier zum Beispiel per PayPal und hast hier wirklich auch wieder die Möglichkeit, ohne irgendetwas zu tun, ohne dass du diese SMS zum Beispiel anforderst oder lesen musst oder sonstiges oder irgendwas kaufen musst oder sonstige Kosten hast, eben. Jetzt aber noch was Geiles, wenn du Geld bei PayPal bekommst, du bekommst 2 Euro, musst du dann nicht auch eine Gebühr bezahlen? Geld zu verdienen. Hier auch nochmal die Frage, warum werden sie bezahlt, ist eben, weil SMS-Anbieter und Mobilfunkbetreiber ihre SMS-Textnachrichten mal senden müssen, um die korrekte Zustellung ihrer SMS zu überprüfen und sicherzustellen. Und dafür bekommst du quasi für einen technischen Vorgang, der eben für dich nichts kostet, einfach Geld. Weil du unterstützt damit quasi die Mobilfunkanbieter, dass sie ihre Datenserver und so weiter eben testen können und sicherstellen können, dass das Ganze eben auch funktioniert. Ist das Ganze legal? Ja, ist es, denn es ist ja alles verschlüsselt. Das heißt, es wird nichts von dir mitgelesen oder sowas, sondern wirklich nur diese SMS, die geschickt wird von Money SMS erfasst und dann quasi der Mobilfunkanbieter zurückgemeldet, dass die richtig funktioniert hat und auch gut angekommen ist. Genau, kommen wir zum letzten Anbieter, ebenfalls etwas mit SMS zu tun, heißt SMS to go. Darüber hatte ich auch schon mal ein separates Video gemacht. Da ist es so, dass du deine SMS-Flatrate hier zur Verfügung stellst, dann SMS2Go. Das heißt, jeder hat eigentlich in der heutigen Zeit eine SMS-Flatrate, wo du quasi unendlich viele SMS verschickst. Jetzt bekommst du 2 Cent pro SMS verschickt und die arbeiten zusammen. Der eine, du verschickst das über das eine Handy auf das andere Handy und bekommst dafür 2 Cent und dafür 2 Cent oder was? Voll lustig, ey. Kannst, ohne zusätzlich etwas zu zahlen pro SMS. Und SMS2Go möchte das nutzen, nämlich daran teilhaben quasi an deiner Flatrate. Du installierst die App kostenlos und sagst dann im Prinzip, SMS2Go darf mit meinem Handy, mit meinem Mobilnetz und meinem Mobilvertrag eben SMS verschicken. Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass viele Mobilfunkanbieter das auch ausgeschlossen haben in ihren AGBs, dass du irgendeinen Service benutzen darfst, so Massen-E-Mails versenden über so eine Flat, weil das ist ja höchstwahrscheinlich alles immer nur so im privaten Gebrauch. Weil sonst würde ich ja halt einfach für 10 Euro so eine SMS-Flat machen und dann einfach Werbe-E-Mails, SMS verschicken oder so als Firma, so Massen-Mails oder Massen-SMS in dem Fall.
und habe dann nur 10 Euro an Kosten, egal wie viel SMS ich versende. Also alle drei hören sich scheiße an. Was für SMS sind das? Grundsätzlich sind das SMS, die zum Beispiel an Leute gehen, die jetzt, du hast es bestimmt selber schon mal gesehen, wenn du mal bei zum Beispiel bei irgendeinem Dienst dich registriert hast und dann deine Nummer verifiziert werden musste, zum Beispiel, weil du dich eben gerade neu angemeldet hast, dann war es so, dass du zum Beispiel eine SMS bekommen hast mit einem Code und diese SMS wurde meistens dann verschickt hier mit so einem Dienst von einem privaten Handy und du bekommst hier 20 Cent pro Tag pauschal, egal wie viele SMS und verschickt. Echt? Google verschickt über private Handys SMS? Und wie ist das dann? Kriegst du dann halt, versendest du 1000 SMS am Tag und bekommst dann auch ab und zu mal Anrufe von den Leuten zurück oder so? Weil die deine Telefonnummer sehen. Das ist nicht lustig. Werden und kannst damit quasi im Prinzip auch nochmal passiv Geld verdienen. Das heißt, alle drei Apps zusammen geben zwar. So, ich habe keinen Bock mehr. Alle drei Apps, Daumen runter, ist echt. Was ist das? Wenn du so ein Zweithandy hast oder so, kannst du es vielleicht mal ausprobieren oder so. Du brauchst das Handy sowieso nicht, hast da irgendwie noch einen Vertrag drauf oder so. Aber bei den 1, 2 Cent für eine SMS empfangen, bei denen hier ein paar Cent für eine SMS versenden, da brauchst du aber ein bisschen was um dir. Wie viel brauchst du alleine für ein McDonald's-Sparmenü? Rechne das mal aus. Ich freue mich auf euren Kommentaren. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr das Video cool findet. Ich freue mich immer an einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Du kannst auch gerne ein Video posten oder eine Idee posten und in den Kommentaren rein, über welches Video ich mal halt ein Review machen soll. Ja, dein Michael. Und ciao.